Hallihallo meine lieben Handpan-Freunde, ich bin's wieder, der Markus aus der Groovepraxis Drum2Com. Herzlich willkommen, ihr habt bestimmt schon gewartet, ne? Heute gibt es nämlich ein neues, kleines, schönes, feines Stückchen aus meiner Serie Pimp Your Groove. Es geht wieder um Betonungen und wie das Ganze nachher klingen sollte, zeige ich euch jetzt erstmal. Los geht's. One, two, bevor ich das euch zeige, empfehle ich euch nochmal in dieses Video reinzuschauen, weil dort haben wir bereits die Hauptakzente gespielt, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen schlauer machen. Da haben wir allerdings in Achtel gezählt, also ging das ganze Thema über zwei Takte sozusagen. Hier in diesem Fall lernen wir jetzt mal kennen, das Ganze eintaktig zu zählen, zu spielen. Ja, dafür müsst ihr natürlich die Zählzeiten kennen, 16, 1E und A2E und A3E und A4E und A. So, die Hauptakzente zunächst mal, die wir spielen, liegen erstens auf der Zählzeit 1, zweitens auf der Zählzeit 1a, drittens auf der Zählzeit 2 und viertens auf der Zählzeit 3e, so dass wir die jetzt mal betonen und einfach spielen. Denkt dran, Betonung ist Betonung, leise ist leise. 1e und a, 2e und a, 3e und a, 4e und a. Ja, so, jetzt fügen wir allerdings noch zusätzlich auf der Zählzeit 2 und auf der Zählzeit 4 einen Slap ein. Slap, wenn ihr nicht kennt, einfach schön etwas fester mit der oberen Fingerkuppe ausgestrecktem Arm. Ja, irgendwo hier auf den Korpus schlagen, nicht auf den Ton. So, und wenn wir das machen, aus dieser Position heraus, hätten wir Folgendes. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A. So, das behalten wir im Prinzip jetzt alles bei, nur dass wir die Betonungen außer den Slaps diesmal auf das Ding legen und dann entsteht Folgendes aus dieser Geschichte. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A. Okay. Und dasselbe Ding, denselben Handsatz, übernehmen wir jetzt wieder auf Tonfelder, erstmal in altbewährter Manier, wie wir das auch in den vergangenen Videos gemacht haben. Ja. Und übertragen das. Den Slap auf 2 und 4 lassen wir, die Slaps schlagen wir dann idealerweise, na, ich jetzt in meinem Fall mit der rechten Hand, neben dem Ton, auf dem meine rechte Hand sich gerade befindet, oder da drüber, müsst ihr mal schauen, wo es bei euch am besten klingt. Und dann hätten wir Folgendes. 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und C und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E. So, das zeige ich euch mal später. Oder die, die es können, können es einfach machen. Ja, also übertragen das im Grunde einfach nur. Wenn ich das ein bisschen schneller mache, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 3 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1 E und A, 2 E und A, 4 E und A, 1
müsst ihr einfach diesen Handsatz übernehmen, langsam anfangen und dann könnt ihr dieses Stückchen schon spielen. Einmal noch zum Schluss. 1, 2, 3, 4. Zack, und schon wieder fertig. Viel Spaß damit.